Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Hunter & Kron. Heute mit Memo Dice von Haim Shafir, dem Mastermind hinter Halligalli, Speed Dice, Speed Cups und bestimmt diversen weiteren Amigo-Spielen. Hunter ist großer Fan. Obwohl von ich immer Haim mit Omar Shafir verwechsel. Ja, aber er Schauspieler, heißt Shafir. Ja. Omar Sharif. Sharif, richtig. Ich verwechsel ihn immer mit Omar Sharif, aber er heißt Haim Shafir. Ich stelle mir tatsächlich, ja, optisch stellst du dir jetzt immer Omar Sharif vor, wenn du an Haim Shafir denkst. Verstehe. So ist das also. Für 2 bis 4 Spieler ist das Ganze ab 8 Jahren. Wird es empfohlen und wie der Name schon sagt, gibt es Würfel und Memory. Wir werden jetzt mit Würfeln würfeln und müssen uns dann diese Symbole merken. Ich glaube, ich brauche hier gar nicht viel erklären. Ihr lernt das einfach, während wir es spielen. Ich fange nämlich jetzt einfach mal an. Ja, es geht darum, so viel kann ich schon mal verraten, wer zuerst 20 Siegpunkte erreicht hat, gewinnt. Und um also zu gewinnen, muss man sich viel merken. Ich fange jetzt einfach mal an zu würfeln. Ja, ich weiß nicht so recht, ob ich nach diesem Spiel noch ein Fan von Haim Shafir bin. Ein Hubschrauber. Ein roter Hubschrauber. Roter Hubschrauber, also mit einem roten Hut zugedeckt. Gibt es auch einen blauen Hubschrauber? Das hast du bei der Spielerklärung noch nicht verraten. Das ist auch meine erste Partie Memo Dice und ich weiß es nicht. Weil irgendwie ist es ja schon eine gewisse Gedächtnisstütze, dass es jetzt rot ist. Rot Hubschrauber. Aber die Farbe muss man sich nicht merken. Also man muss nachher beim Lösen nicht sagen rote Hubschrauber, weil die Farbe steht ja auch im Hütchen, sondern man muss wirklich nur das Objekt natürlich benennen. Na gut, also jetzt würfel ich. Dusche. Rote Dusche. Ja. Kommt jetzt auch ein rotes Hütchen natürlich drauf, weil es auch rot ist. Ne? Na. Ja, eine Blume, würde ich sagen. Wirklich? Ja. Nicht? Ja, doch, ja. Blume. Okay. Ja, wir müssen die Symbole erst noch lernen, ne, weil wir die halt noch nicht. Und ja, die Runde, das werden wir gleich sehen, ist vorbei, wenn man jetzt keine passende Farbe hat. Also, das natürlich selber lösen. Ja. Ein Schnuller. Schnuller. Ein Apfel. Eine, wie heißt der? Matroschka. Matroschka. Eieieiei. Das kann ich mir. Das hat mich durcheinander gebracht, weil ich kurz überlegen musste, was ist. Das habe ich alles vergessen. Jetzt habe ich eine Farbe gewürfelt, die es nicht mehr als Hütchen gibt. Das bedeutet, das ist übrigens ein Luftballon. Da kommt jetzt dieser goldene Becher drauf. Und weil ich den goldenen Becher jetzt in der Runde gesetzt habe, darf ich anfangen und sage Hubschrauber. Dann nehme ich den Becher an mich, weil der ist gleich ein Punkt wert. Dusche. Mhm. Das hätte ich jetzt tatsächlich auch noch gewusst. Unglaublich. Und das, obwohl ich Blume. Auch ja. Schnuller. Ja. Wenn du jetzt falsch liegst, krieg ich den Punkt. Ja, warte mal. War das jetzt nicht hier Matroschka? Ja, das ist gut. Das hätte ich nämlich auch. Das ist sehr gut, dass du das gesagt hast, weil ich hätte es nämlich auch gesagt. Ich habe auch den Apfel vergessen. Aber jetzt kommt die Matroschka. Ja. Und dann? Und tatsächlich habe ich das letzte auch wieder vergessen. War das nicht. Hat jetzt auch noch 2 Punkte wert, ja, ne? Der goldene ist 2 Punkte. Ne? Ja, also wie gesagt, ich mag wirklich die Spiele sehr von Haim Shafir. Von Omar aber Schell. Nicht Memo Dice. Ach, oh, ich kann nicht sagen, noch ist doch nichts verloren. Du hast 2 Punkte. Ich habe du kannst dir den keine Ahnung. Hund, Katze, Maus, keine Ahnung. Ja, was er sagt. Maus. Luftballon. Nein. 2, 3, 4, 5. Ihr lacht, ihr liegt wahrscheinlich jetzt 2 Punkte. 2 Punkte. Sag, am Boden vor Lachen. Aber ich meine, das ist echt, also man muss auch wirklich sagen, wenn man da noch filmt, ist es natürlich noch schwieriger. Aber jetzt werde ich mich einfach konzentrieren und werde auch nicht reden, sondern ich werde einfach nur memorieren und es wieder aufholen. Okay, jetzt wird ganz stillschweigend memoriert. Also man würfelt auch wirklich, man darf sie einen aussuchen. Man darf sie einfach aussuchen. Du kannst auch sagen, oh, die Symbole, die passen gut in meine Memory-Geschichte, weißt du? Ich weiß ja nicht, was für eine Art und Weise du hier. Ein Stift. Ein Bleistift oder Stift, Bleistift, ja. Bleistift. Ein Eis. Mhm. Flipflops.
Oder Sandalen oder Sandalen, Schuhe. Ja. Sandalen. Ah, ein Blatt. Das ist auch, wir haben auch schon viel gedreht heute. Unsere Köpfe sind schon ziemlich. Ja, oh, ein Hammer. Das habe ich gar nicht auf. Eine Katze. Oh, die gibt es schon nicht mehr. Oh, dafür darf ich jetzt anfangen. Oh nein, das ist nicht wahr. Das erste nämlich vergessen. Ja, vorhin habe ich auch fast das erste vergessen, aber dann fiel es mir tatsächlich wieder ein. Man bräuchte noch eine Sanduhr, glaube ich. Also, ich kann es kurz natürlich überlegen. Oh nein, ich weiß, was das zweite ist. Das könnte ich mir locker holen. So nicht. Was war das denn? Das ist schon gut. Ich glaube, das hat er echt, das hat er so, es gibt glaube ich auch so Gedächtnistraining und so. Ja, und ich machen dich natürlich dann nass so. Da hat er das glaube ich her, die Idee. Ich weiß es echt nicht mehr, ich sag jetzt. Es ist so, ich spüre, es ist ganz, es ist so, es ist irgendwo in meinem Kopf verborgen und ich muss nur den Weg durchs Labyrinth finden. Aber ich sage jetzt aber, ich habe echt, ich weiß, das Schlimme ist, egal was du sagst, du weißt ja, dass es falsch ist. Ja, ja, das ist echt gemein. Du könntest auch einfach sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht mehr. Ja, es war der Bleistift. Nein. Jetzt komme ich. Ja, du darfst das Mikrofon kurz wieder aufheben. Und jetzt komme ich und ich habe mir das tatsächlich auch gemerkt. Das war nämlich das. Und weißt du, wie ich es mir gemerkt habe? Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber ich gebe dir mal einen eiskalten Tipp. Ich glaube, ich habe mir das gemerkt. Der 2 zu 6 hinten liegt. Ja, ja, genau. Tipp. Ich habe es mir mit Erdbeereis gemerkt. Ich habe sozusagen die Farbe. Die Farbe. Schwarzer Stift, Erdbeereis. Ja, ja, ob das jetzt. Aber ich habe nochmal, man muss Assoziationen bilden. Und das hier sind die schwarzen Sandalen. Ja, allerdings, das Problem ist, dass ich das jetzt vor lauter Dings hier, das jetzt hier zu erklären, habe ich das jetzt auch schon wieder vergessen. Aber ich glaube, das hier war Blatt. Aber was das jetzt nochmal war, das habe ich jetzt vergessen. Keine Ahnung, Maus. Ah, der Hammer, der rote Hammer, ja, aber der Hammer hat nichts mit Rot zu tun. Das ist, aber jetzt... Scheiße. Also wenn du das jetzt kriegst, kriege ich es. Ja, das habe ich gut eingefädelt. Nein. Oh nein, das gibt's doch nicht. Es sind so wenig Bilder eigentlich. Das Gelb, nee, es war eben nichts Gelbes. Es war was Rotes, weil sonst wir einen roten Becher draufgestellt hätten. Ich sage Katze. Ja! Es war eine Katze, das hast du doch geraten, das hast du doch gar nicht geraten. Es war halt dunkel in meinem Unterbewusstsein, oder ich habe so einen Röntgen. Das hast du geraten, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Naja, gut, okay, das heißt 4 zu 4. Oh, drei? Nee, ich habe nur 3. Ach so, 3, ja. Vier, also einen Punkt habe ich aufgeholt. Ah, verdammt nochmal. Also du darfst wieder anfangen, oder? Ich nehme mal einen, den wir gerade nicht haben. Also muss aber wieder sagen, ne? Genial, einfach und es funktioniert natürlich wieder super. Ne? Wie man es kennt vom Heim. Eine Insel. Mhm. Oh Gott, eine Insel, okay. Ein Apfel. Dominostein. Hä? Eine Lupe. Scheiße. Oh Gott, es geht immer weiter, es hört gar nicht auf. Ein Wal. Jetzt darf ich anfangen. Eine Insel mit einer... Das muss aber vorher sagen. Ja, gesagt, mit einer Katze, die ein Apfel isst. Dann kommt ein Mann mit 2 schwarzen Flipflops. Ja, das
her. Ja, aber das ist nämlich noch, das ist noch Gedächtnistraining, ja, ne? Eine Geschichte erzählen. Aber genau, und auf einer Insel lebt eine Katze, die ist ein Apfel. Kommt ein Mann mit schwarzen Schuhen. Ach, was macht denn der jetzt da? Das weiß ich echt nicht mehr. Mann mit schwarzen Schuhen. Ich hab's auch leider schon wieder vergessen. Der ein Mann mit schwarzen Schuhen, das weiß ich noch. Der hat da ein Mann mit schwarzen Schuhen, einen Dominostein. Tja. Echt? Dominostein? Und jetzt kommen die schwarzen Sneakers. Ey, das gibt's ja nicht. Aber jetzt ist wirklich vorbei. Ja, aber jetzt, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ball. Niemals, ja, aber toll. Du hast ja auch schon alles wieder weggeräumt, was ich wusste. Und das da hinten habe ich auch vergessen. Dann kriegst du schon wieder den Goldenen. Den Goldenen muss man sich eigentlich immer merken. Ja, ja, ja. Aber ich habe ihn auch vergessen. Aber ich bin so fasziniert hier von dir, wie du das erzählst. Außer wenn du das jetzt falsch machst, mache ich ja das falsch. Ja, stimmt. Richtig. Ja, das ist auch noch klar. Noch habe ich keine 20 Punkte, also jetzt gebe ich mich mal nicht auf. Ich gebe noch nicht auf. Ja, das Ding ist, ich darf mich nicht von dir ablenken lassen. Ich muss einfach die ganze Zeit stur in meinem Kopf. Es ist auch schwierig natürlich, gleichzeitig mit euch zu reden, liebe Freunde der anderen Unterhaltung, und gleichzeitig noch die Kamera mit dem Abspeichern. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Aber ich sage einfach mal, was Blaues. Das hat keinen Wert. War das nicht auch, was wir schon hatten? Nee, das hatten wir noch nicht. Ja, ich habe keine Ahnung. Ah, der Ballon, doch, es war, wir hatten ihn doch. Ich wusste, wir hatten ihn, den Ballon. Wir hatten den Ballon. Es tut mir sehr leid, in dem Moment ist mir eingefallen, dass das der Wal ist. Ah. Das war natürlich eine perfekte Runde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aber das reicht noch nicht. Ich darf noch einmal mitspielen. Du darfst auch noch. Zu 7, nicht mal 9. 7 hast du nur. Ja, sind aber nur 7. Du sollst nicht drauf rumreiten. Ich habe dich noch besser geschummelt, was du bist. Aber jetzt, du kannst jetzt natürlich einfach einen perfekten Run machen. Ja, ja. Und mir gar keine Punkte lassen. Oder höchstens einen. Ja, das Problem ist, dass du doch immer anfangen konntest. Das war aber jetzt nicht wirklich meine Schuld, oder? Das müssen wir mal gucken, Du, ich. Achso, aber das hängt natürlich davon ab. Das kann man ja gar nicht. Es hängt ja davon ab, wie die Würfe fallen. Das ist Schicksal. Schicksal, natürlich Schicksal. Soll ich gerade die Würfel zählen? Bringt ja gar nichts. Ja, aber du durftest bis am Anfang. Okay. Ist halt gut würfeln. Ja, ja, natürlich. Okay. Verhängnisvolle Lupe. Da sind sie wieder. Mhm. Was ist das? Ein Hund, ja? Du sagst gar nichts mehr jetzt hier. Nee, ich muss mich konzentrieren. Ein Haus. Mhm. Oh, was ist das? Was ist das? Ein Schwimmring, ein Keks, ein Klecks. Ein Klecks, würde ich ein sagen. Ein Klecks, jetzt habe ich wieder alles vergessen. Oh, ist das fies. Kopfhörer. Ein Schnuller, das hört gar nicht auf. Nein! Ja, das kriegt jetzt, glaube ich, jetzt das letzte, der letzte Würfel, oder? Ja. Der kriegt eh den goldenen. Das darfst du anfangen. Also, eine Lupe, ein Detektiv, der hat so Fußspuren von so Flipflops gefunden. Und außerdem waren noch Hundespuren auch noch dabei. Ich traue mich ja nicht, was zu sagen, sonst gibst du mir die Schuld. Ja, ja, natürlich. Und das Ganze führte in ein Haus. In dem Haus war eine Dusche. In der Dusche war irgendwie ein komischer Klecks. Und dann ein komischer Klecks. Was war das nochmal? Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Da habe ich jetzt das Gefühl, dass es irgendwie noch in meinem Kopf ist. Mhm. Ah ja, ein Kopfhörer. Oh nein. Und der Kopfhörer, der gehörte zu einem Astronauten?
Nein, das war der Schnuller! Nein! Ja, weil das ist der Astronaut! Nein, der Schnuller, den habe ich nicht geahnt! Oh, das war ja nochmal, guck mal, das war nochmal richtig spannend. Hättest ja, das war nochmal richtig spannend. Der Astronaut hättest du nämlich ja dann auch gewusst. Ja, den hätte ich auch gewusst. Den Astronaut hätte ich gewusst, der Schnuller habe ich vergessen. Ich krieg leider 3 Punkte und du kriegst aber 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Ja, also ich habe hab meine Ehre gehabt, tatsächlich ein bisschen. Dann hättest du von auf 19 zu, nee, 18 zu 17 verkürzt. Das ja, ja, das stimmt, ja. Also es war, man darf sich nie aufgeben beim Memo-Dicen. Aber man sieht also tatsächlich diese sicher dilettantisch vorgetragene Memoriertechnik jetzt hier mit Geschichten erzählen und so, die hilft wirklich. Also ich habe tatsächlich mit dem Schnuller mir nichts mehr eingefallen. Ich hätte dann wahrscheinlich den Klecks in der Dusche war noch okay, aber mit dem Schnuller habe ich da nichts mehr einfallen lassen. Das kann man das mit all seinen Story-Cubes spielen und so eine Hardcore-Version, so mit 40 Würfeln. Nee, ist ganz witzig. Es kommt natürlich, man braucht einerseits Würfelglück, damit man überhaupt die Chance quasi bekommt, den goldenen Becher zu setzen und dann von Anfang zu lösen. Und ein Kardinalsfehler ist, glaube ich, das hatten wir uns beiden, man fängt halt immer am Anfang an und dann hast du halt die ersten gemerkt und hinten raus hapert es dann. Wobei du natürlich, ja, wenn du nicht anfängst, dann musst du eigentlich eher die hinten raus wissen und dann können dir die vorne egal sein. Also auch da kann man natürlich, wenn man weiß, okay, ich kann mir einfach nur 5 Sachen merken, welche 5 merke ich? Ja, es ist wirklich trickreich. Also aber wieder, naja, also auch wenn es kein Spiel für mich ist, weil ihr wisst ja, Memory-Spiele, ja, ja, dieses eine fand ich auch, das Déjà-vu, das fand ich auch ganz haarsträubend. Obwohl es ja ein gutes Spiel ist, ich weiß, aber ist für mich einfach eine harte Prüfung. Deswegen aber Memo-Dice, ja, für alle, die sowas gut finden, auf jeden Fall Blick wert. Würde ich auch sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Fürs Kommentieren, fürs Daumen drücken. Es war spannend. Und dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.